weiß nicht, ob Anthony sich auch eins holen würde. Hätte ich ihm gegeben, aber in der Zeit hast du halt auch einen Schlüssel. Alles gut. Ich bin schade, dass man den Schlüssel nachmachen kann. Aua! Ja! Alles gut. Außer der sitzt hinten, alles gut. Willst du dir auch Schwimmflossen anziehen? Nee. Gut. Ich bleib so. Okay. Ja, guck mal, das Ding ist, haben wir jetzt nicht so viele Menschen. Müssen wir nur kurz Geld abheben, halt wegen dem Boot. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das kostet. Ich heb einfach eine halbe Mio ab. Als ob sich das andere lohnt, Alter, dass die mit Benzin. Was heißt lohnen? Also, das. So, du kannst ja so ein Fischerboot holen, das kostet 20.000. So, ich nehme auch noch ein bisschen Geld mit. Ich bin einfach nur froh, wenn wir lebendig ankommen. Ich bin auch froh, wenn ich ehrlich bin. Kann hier parken? Na, hier schon mal nicht, ist halt voll. Boah, warum ist denn hier so schlimm? Soll ich fahren? Wir können ja eh hier schon parken, aber... Nee, hier rechts kannst du. Jawoll! Geil! Alter! Die Ecke steht aber für 422.000. Was ist los? Nichts. Ist wild, oder? Ja, ja. Beim Angeln müssen wir gleich natürlich auf dem Boot stehen. Ach so. Das fährt okay. Zwar nicht so schnell, aber das hat. Anthony packe ich hier rein. Nutze mal die Angel. Genau, Angeln benutzen. Was soll ich jetzt machen? So, ja. Warte. Guck mal, ich erkläre dir das jetzt, Steffen. So. Du benutzt die Angel, ne? Ja, hab ich. So, dann siehst du da unten diese. Ne? Mhm. Dann drückst du den F8-Muskel, die es auf Köder anbringt. Okay. Dann die Angel auswerfen. Und wenn das grün leuchtet, dann musst du die Angel wieder reinholen. Ja, jetzt angelst du dann. Wenn es grün leuchtet. Ja. Weil es leuchtet doch was, wenn gelb leuchtet ist. Ja, und dann, wenn es grün leuchtet, dann. Boah, jetzt gucke ich mich die ganze Zeit selber an. Du kannst natürlich auch den F8-Muskel wieder drücken. Aber wir müssen zum Beispiel grün, jetzt ruhig die Angel wieder rein. Nee, bei mir ist es gelb. Ja, wie gesagt, wenn es grün ist. Ja, und schon habe ich eine Sardine. So, geil. Und dann machst du es immer wieder. Köder anbringen. Ich habe einen Hering. Und dann angeln. Und dann können wir die halt später am Pier verkaufen. Hast du eine neue Friese gemacht? Ja. Achso, ja, genau, Tina. Wie gesagt, der da draußen steht, der auf dem Feld bückt und so, das ist mein Bruder. Hey, hi, ich bin Tina. Ich fahr mal eben zur Station, ne? Mach das, Paul. Lass du oder so? Nichts? Ja, meine verlorene Freundin ist heute wieder eingereist. Servus, was geht? Hallo. Alles, was Beine hat und so. Außer Stühle und Tische. Ne, die können auch gehen, wenn mit viel Fantasie. Ah, okay. Ja. Achso, ich dachte, wenn man sie schiebt. Nein. Schieben kann man auch andere Sachen. Das stimmt. Nee, nee. Sagst du, dieses Gecringe geht dich nicht an?
Jetzt ist der Tina wieder da, jetzt kann ich ja wieder cringen. Hm. Jetzt wird der Cringe des Todes. Du musst da einiges nachholen, ja? Ich? Ja, ich lass euch mal alleine, viel Spaß. Du hast mich ein Dreivierteljahr alleine gelassen. Meinst du Druck ablassen? Nee, das ja, nicht. Bist du... Auch keine Liebe, keine Zuneigung. Ja, aber du bist erst dann ganz gut ohne mich ausgekommen. Deswegen hat er sich eine Tochter. Meinst du so weiterhin alleine? Ja. Warten Sie mal hier, bitteschön. Okay. Können weitermachen. Ja, Herr. Zur Info, die Korps sind gerade auf dem Feld. Jose, verstanden. Die haben einen hier festgenommen, also ich würde erstmal abdrücken. Oh, wahrscheinlich wegen den Affen vorhin. Nee, der stand hinter mir an einem Burrito und den durchsuchen die gerade.